Ja, willkommen zurück zu Pokémon Saphir. Und ich habe etwas erfahren, was sowas von unnötig ist. Ich habe die Masterklasse durchgespielt und dann erfahre ich, dass man die Masterklasse nochmal durchspielen muss, also nochmal einige Minuten Spielzeit verschwenden, nur hier in dieser Masterklasse. Und was bekommt man dann? Ihr werdet es jetzt sehen. Bitteschön, bitte, dies ist dein Preis. Luxusball erhalten. Das Ganze habe ich für einen Luxusball gemacht, ne? Ich habe jede einzelne Klasse gemacht, dann die Masterklasse wiederholt, was sowieso extrem schwer ist. Und dann, was erfahre ich noch? Dann bekommt man den Luxusball, also wenn man es nochmal macht. Und wenn man mit jedem, also in jeder einzelnen Klasse, ich zeige es euch einfach mal ganz kurz. Also ich muss sozusagen mit jedem einzelnen Typ, also jeden einzelnen Wettbewerb, cool, schön, anmutig, klug und Stärke, jede einzelne bis zur Masterklasse durchzocken, damit ich sozusagen den Endpreis bekomme. Was da wäre, was wirklich nichts Besonderes ist, was wirklich die 100% von den 100% sind, ich finde, das gehört auch nicht mehr zu den 100%, weil sowas ist echt unnötig. Und zwar, wenn man in dieses Kunstmuseum geht hier, ihr könnt euch ja vielleicht noch an diesen Typen erinnern, wir gehen einfach mal ganz kurz zu dem. Hier sind 5 leere Bilder. Und wenn wir mit jedem, oder 6, wenn wir mit jedem die Meisterklasse, nee, das sind 5, mit jedem die Meisterklasse schaffen, also in jeder, also cool, anmutig, ihr wisst, was ich meine, mit allen Typen, dann kommt hier überall ein Bild hin. Und wenn wir überall hier ein Bild hingemacht haben, also wenn sozusagen der Raum voll ist mit Bildern, dann bekommen wir von diesem Typen hier eine Skulptur, eine Taubos-Skulptur, genau so eine ungefähr. Oder Tauboga, was weiß ich was. Also letztendlich, es lohnt sich gar nicht. Ich empfehle es euch gar nicht zu machen. Also letztendlich ist es nur für die Leute, die sich langweilen möchten. Also ich wusste nicht, dass sie wirklich sowas Unnötiges eingebaut haben. Ich dachte, man bekommt immerhin was Gutes, wenn man gewinnt. Aber darin sieht man ja, ach, es hat nichts gebracht. Gut, ich werde das jetzt auch nicht machen mit jedem einzelnen Typen. Nur für die 100% der 100%. Ich brauche auch nicht den Duellturm, weil das sind einfach zwei Sachen, die unnötig sind und niemand machen möchte. Und ich finde, das gehört auch nicht zu den 100%. Das wird niemand hier auf YouTube machen, also was die 100% angeht. So, ja, jetzt habe ich mich mal ein bisschen darüber ausgelassen, weil sowas finde ich echt unnötig. Aber okay. Aber trotzdem, nach wie vor finde ich, dass dieses Spiel toll ist und grandios und mein Lieblings-Pokémon. Aber sowas ist doch ein wenig, ja, für die Leute, die es machen wollen, okay, kann man ruhig machen. Also, aber nee, danke. Nein, das mache ich nicht. Nein, niemals. So, erstmal durchatmen, aus dem Ragen herauskommen. Das Beste wäre, wenn ich jetzt meine Tonspur gar nicht gestartet hätte. Ich musste einfach mal wirklich hier ganz unprofessionell schauen, ob ich überhaupt meine Tonspur gestartet hatte. Und was ich jetzt machen wollte, ich wollte euch die Geheimbasis zeigen. Davon habe ich auch schon mal öfter gesprochen und bis jetzt konnte ich das noch nicht, ja, zeigen, sonst was. So, wo ist denn jetzt hier die TM Geheimpower? Ich muss gerade mal schauen, ob irgendjemand von meinen Pokémon Geheimpower erlernen kann und dann kann ich euch zeigen, was das bringt. Sie enthält Geheimpower, bla bla. Wer kann es denn? Ha, alle können es, fast alle. Na komm, ich hole lieber ein anderes Pokémon und bringe das Geheimpower bei. So, mal schauen. Letztendlich werde ich ja sowieso nicht mehr viel mit denen kämpfen, aber dennoch, nee. Erstmal werde ich jetzt nochmal ganz kurz hier was machen, also werde ich ganz kurz mal schauen, welches Pokémon werde ich denn hier nehmen, um Geheimpower dem Ball zu bringen. Ich denke mal den hier. Oder ja, doch, komm. Vollvoll kann ganz kurz raus. Ich werde es euch auch nicht lange zeigen, also ich hoffe mal, es langweilt euch jetzt nicht zu sehr, aber ich zeige es euch auf jeden Fall. Und ab dem nächsten Part geht es dann auch weiter mit den legendären Pokémon. Und dann neigt sich das Spiel auch zum Ende. 3 legendäre Pokémon nur noch. Und dann war es das auch schon mit diesem Spiel. Es ist jetzt wirklich nur noch die 100% hier zu holen, ja, in den letzten paar Parts. Ich hoffe, ihr schaltet trotzdem ein oder es interessiert euch überhaupt noch. So, jetzt was werde ich denn raus tun? Ja, Dreschpflege ist ja sowieso egal. Phantpie werden wir nicht benutzen als Pokémon. Letztendlich werden wir sowieso hier kaum Kämpfe mehr bestreiten. Wir werden ja nur noch 3 legendäre Pokémon versuchen zu fangen. So, wir haben jetzt Phantpie Geheimpower beigebracht. Dann kann ich euch gleich mal zeigen, was das alles hier bringt. So, wir können hier an verschiedene Orte gehen, aber ich denke mal, wir gehen mal an einen Ort, der hier sehr nah gelegen ist. So, mit dem Eilrad können. Ja, doch, hier ist richtig, haben wir Zertrümmerer dabei. Ich hoffe mal. Ja, gut. Wir haben Zertrümmerer dabei, dann kann Phantpie das zertrümmern. Perfekt.
Und dann werden wir einfach mal ganz kurz hierhin radeln. Dann zeige ich euch das ganz kurz mal. So, jetzt kann man hier durch die Wüste... Oh, natürlich. Natürlich kommt gleich ein Pokémon. Kaum bin ich ein paar Schritte in der Wüste, schon Sandan erscheint. Ein wildes Sandan. Ja, das interessiert uns aber überhaupt nicht. Deswegen werden wir direkt Flucht einsetzen. Komm schon, also wir werden flüchten. Los, Flucht, genau. Dankeschön. So, ich werde jetzt wirklich nochmal den Topschutz einsetzen, damit uns wirklich gar nichts mehr stört. Weil ich habe jetzt keine Lust auf sowas. Wir müssten ja noch genug haben. So, haben wir gar keine mehr? Topschutz, Topschutz. Ah, dort, zwei Stück, okay. Ja, ist ja letztendlich nicht so wichtig. Hauptsache, wir können den jetzt einsetzen, weil ich habe keine Lust mehr auf so... Ja, auf... ich habe gerade überhaupt keine Lust auf wilde Pokémon. So, jetzt suchen wir uns einfach mal einen Ort aus. Hier sind überall so kleine Fensterscheiben sozusagen, also so mit Markierungen. Ich würde einfach mal sagen, wir machen es uns hier breit, denn in der Wand ist eine kleine Einkerbung. Möchtest du Geheimpower einsetzen? Funfee setzt Geheimpower ein. Und wenn wir Geheimpower einsetzen, was passiert da? Eine kleine Höhle wird sichtbar. Wir können hier rein. Möchtest du hier deine Geheimbasis einrichten? Ja, wieso nicht? Und das ist unsere Geheimbasis. Das ist so ein kleines Feature von Pokémon Saphir, dass man sich so kleine Geheimbasen einrichten kann und so dekorieren kann, alles drum und dran. Es ist nichts Besonderes, aber eine ganz gute Idee. Ich zeige es euch einfach mal ganz kurz. Und zwar kann man sich Dekorationen kaufen, aber auch geschenkt bekommen. Wir haben ja auch schon ein paar Dinge bekommen. Zum Beispiel haben wir ein Ornament bekommen, und zwar ein blaues Zelt. So, das können wir jetzt hier irgendwo hinstellen. Das haben wir nämlich... als wir den Rätselmeister besiegt haben, haben wir es bekommen. So, es kann hier nicht platziert werden. Hier vielleicht? Nee. So? Ja, hierhin platzieren. Perfekt, jetzt haben wir ein blaues Zelt. Das wurde bereits... Okay, jetzt möchte ich erstmal nichts platzieren. Jetzt seht ihr, wir haben ein blaues Zelt. Voll cool und so. Sieht doch voll stylisch aus. Also ich finde die Idee ganz gut. Brauchen tut man es jetzt nicht. Aber ich finde das jetzt nicht schlecht. Wir können jetzt auch die letzten beiden Dinge hier, die wir noch haben. Ich glaube, Puppen haben wir jetzt noch. Können wir dekorieren. Wir können aber auch nicht unendlich viele Dinge dekorieren. Wir haben nämlich nur einen bestimmten Platz, Zeit, blablablub. Es darf halt nicht direkt daneben sein, so ein Stein oder so, glaube ich. Es kann hier nicht platzieren, also nicht direkt neben der Wand. Und hä, wohin sonst? Wohin kann das denn? Ist? Kann ich das überhaupt platzieren? Vielleicht hier drin irgendwie? Nee. Kann ich das hier platzieren? Nein, 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 nein. Wieso geht das nicht? Hä? Ja, keine Ahnung, ich habe das manchmal echt gar nicht verstanden. Also ich habe das auch schon damals nicht verstanden, wieso man das nicht platzieren kann. Guck mal, man kann sie hier auch noch hier rumglitschen, hier schön. Ach, kann man hier auch was? Schau mal, gehört das noch zu uns? Das wäre natürlich cool. Aber nee, das können wir, glaube ich, nicht. Aber ich weiß auch gar nicht, ich glaube, weil wir einfach gar keinen Platz mehr haben. Oder? Kann man das nicht noch irgendwo nachschauen? Ich muss gerade mal schauen. Einpacken. Nein, nein, nein. Also, ihr habt jetzt gesehen, man kann jetzt hier schön so ein kleines Feature hat man. Man kann ein Zelt platzieren, was weiß ich was. Und wenn ihr mal vergessen haben soll, also wenn ihr es wirklich mögt oder sonst irgendwas, ihr könnt, also ihr könnt das ja gerne machen. Und man kann auch die Orte wechseln, also einfach die Dinge wieder einpacken. Und dann kann man halt in ein anderes Ort, in einen anderen Ort ziehen, der halt vielleicht schöner ist, bisschen größer oder auch kleiner, wie ihr es halt haben wollt. Man hat halt immer nur eine begrenzte Anzahl, man kann nicht unendlich viele Dinge platzieren, wie man gerade eben gesehen hat. Und an manchen Stellen geht es auch nicht. Ich habe das auch nicht ganz verstanden, wieso, aber... wie jetzt genau, aber... So circa... Wird das schon... Ja... Ihr werdet das schon irgendwie finden. Also, ich denke, was wird sowieso kaum jemand machen, weil... Das ist jetzt nichts Besonderes. Aber wenn es euch interessiert, ich denke mal, irgendwie werdet ihr dort eine Möglichkeit finden, dort Dinge zu platzieren. Und ich wollte euch eigentlich noch was zeigen, weil in einem Haus... Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Haus, konnte man nämlich nachschauen, wo man, also wenn man mal vergessen hat, wo das Versteck war, konnte man nachschauen, wo das war. Ich guck gerade, ich muss gerade mal jetzt selber so schauen, jetzt zeige ich euch das einfach mal onscreen, wie ich nach diesem Typen suche. Es war so ein Junge in einem Haus, aber ich glaube, der, ich weiß gerade selber nicht mehr. Ist ja letztendlich auch egal, oder? Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Egal, egal, egal. Auf jeden Fall konnte man irgendwo bei irgendeinem Jungen, ich werde es vielleicht im nächsten Part oder so sagen, wenn es mir dann wieder einfällt, konnte man bei irgendeinem Jungen nachschauen, wo man seine Geheimbasis zuletzt hatte. Und nochmal ganz zuletzt können wir nochmal nach Graffiport City fliegen. Und dann kann ich euch zeigen, wo man hier so Gegenstände für die Geheimbasis kaufen kann. Und natürlich habe ich mal wieder Schluck auf. Ach, es ist grandios. So.
Hier können wir zum Beispiel hier ganz viele Dekorationssteine, Matten, was weiß ich was kaufen, wenn wir wollen. Machen wir zwar nicht, aber wir könnten es machen. Hier können wir auch noch was kaufen. Hier, oh, das Seegras hier in dieser Gegend sieht frisch aus. Und na okay, hier, keine Ahnung, was der sagt. Auf jeden Fall, hier kann man noch was kaufen. Oh, hier kann man TMs kaufen. Gut, dann halt nicht. Bei dem unten müsste man noch was kaufen können, oder? Kann ich dir helfen kaufen? Ja, man kann hier noch drei Puppen kaufen, und zwar eine Azuri-Puppe, eine Merrell-Puppe und eine Ineko-Puppe, die eigentlich ganz süß sind. Und bei... Oh ja, okay, die hat uns schon ein Fleißband gegeben. Und ja, Statuswerte Guru bringt uns jetzt auch nichts. Ja, das war's jetzt eigentlich auch. Und wenn wir schon dabei sind bei dieser einen Frau hier, können wir einfach mal zu der gehen und einfach mal zum Beispiel Maxi versuchen. Oder ein Reiser, es hat sich enorm angestrengt. Gib ihm als Belohnung bitte dieses Fleißband. Present erhält das Fleißband. Ja, man kann jetzt auch noch Fleißbänder bekommen, wenn man, ich glaube, ab Level 50 kann jedes einzelne Pokémon ein Fleißband erhalten. Ihr könnt ja gerne diesem Pokémon ein Fleißband geben. Es bringt letztendlich nichts. Ja, in diesem Part sehr viel unnützes Wissen, aber das gehört halt auch zu den 100%, auch wenn ich bestimmte Dinge nicht mache, die zu den 100% gehören, aber unnötig sind. Obwohl, gehört das wirklich zu den 100%, wenn man jeden einzelnen Wettbewerb 10.000 Mal macht? Ich glaube nicht. Ja, gut. Das war es dann auch erstmal von diesem Part, oder ist der auch wieder so kurz geraten? Ich hoffe mal nicht. Ja, 11 Minuten, was ist denn da los? Die Parts sind ja richtig kurz. Dann werden wir einfach mal ganz kurz, was werden wir noch machen? Das kann ja nicht sein, dass wir direkt schon hier, ja, direkt ins Geschehen geschmissen werden, nicht ins Geschehen geschmissen werden, dass die Parts nur so kurz sind. Und jetzt bin ich aussehen wieder hierher geflogen. Stopp und halt, stopp, mir ist wieder was eingefallen, was wir jetzt machen können. Bevor ihr schon abschaltet und denkt, ach, der Present, der macht jetzt sowieso nur langweiliges Zeug. Macht er auch, nein. Und zwar können wir jetzt schon mal etwas vorbereiten für die drei legendären Pokémon, die wir noch fangen wollen. Das wird jetzt einfach mal, werde ich jetzt einfach mal hier machen, kann ich euch schon mal zeigen. Denn wir brauchen zwei Pokémon für dieses legendäre, also für die drei legendären Pokémon, um die zu fangen, brauchen wir zwei Pokémon. Und ich werde mal ganz kurz nach dem Pokémon suchen, wo der ist. Suche, Name, ich soll mit W sein, wo ist W? Genau hier. Ja, das reicht eigentlich schon. Suche läuft, bitte warten. Suche beendet und jetzt suchen wir einfach mal nach dem, ja, dort, Weimar, das wollte ich haben. Denn Weimar kann man in bestimmten Gebieten sich angeln, so Gebiet. Wo kann man, okay, man kann sich überall im Wasser angeln, okay. D-Punkt, H-Punkt, wir werden uns jetzt einfach mal das hier angeln, denn wenn wir uns Weimar angeln und es weiterentwickeln, haben wir schon mal das erste Pokémon für, ja, für die legendären Pokémon, die wir uns fangen wollen, so. Wo ist denn die... Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, tut mir leid. Wo ist denn die Superangel? Ich dachte, ich hätte gerade irgendwas gehört. Keine Ahnung. Sorry, tut mir leid. So, wo ist denn die Superangel? Ich brauche nämlich die Superangel, um den jetzt zu fangen. Also, um meinen Weimar zu fangen. Ich versuche es jetzt einfach mal ganz kurz. Wenn es nicht klappt, dann werde ich einfach mal einen Cut machen. Und, ja, wie geht's euch denn so? Nein, okay, nein, ja, einfach mal so ein kleines Thema noch ansprechen, sonst wird das ja ein bisschen... Ja, langweilig. Aber erstmal eine Frage an euch. Habt ihr schon Sommerferien? Wenn ja, wann habt ihr... Also, wenn nein, wann habt ihr Sommerferien? Wenn ja, ja. Was macht ihr so in den Sommerferien? Fahrt ihr in den Urlaub? Und das war jetzt mein Fail. Fahrt ihr in den Urlaub? Und, ja, keine Ahnung. Erzählt einfach mal, was ihr so macht. Also, es gibt... Also, habt ihr überhaupt... Seid ihr noch in der Schule? Oh, da hat etwas angebissen. Und es ist entkommen. Leider. Ja. Seid ihr noch in der Schule? Habt ihr Ferien? Wenn nein, dann wann habt ihr Ferien? Und was macht ihr so in den Ferien? Fahrt ihr irgendwo hin? Ich persönlich fahre eigentlich fast jede Sommerferien weg. Nur dieses Jahr fahre ich nirgendwo hin, also in den Sommerferien. Wahrscheinlich werde ich in den Herbstferien wegfahren, weswegen ich mal schauen muss, was ich dann in den... Also es Herbstferien sind ja wahrscheinlich im Oktober. Und dann muss ich mal schauen, was ich dann mache. Und sorry, ich bin gerade mal wieder richtig perplex, aber man... sorry. Auf jeden Fall muss ich dann schauen, wie ich das dann mit Videos hochladen und so weiter machen werde. Mal schauen, ob ich überhaupt in den Urlaub fahren werde. Wahrscheinlich mal gucken. So, nicht mal ein klitzekleines Knabbern. Ich bin aber auch gerade ein bisschen doof, weil ich hole die Angel oft immer zu früh ein. So, ich habe gerade nämlich kein gutes Timing. So, Maxi, wir wollen nicht mit dir kämpfen. Also, Tintara, wir wollen nicht mit dir kämpfen. Maxi, du kannst dich ein bisschen ausruhen. So, Beutel, Superangel. Und dann werden wir einfach mal ganz kurz hier versuchen, noch einen Weimar zu fangen oder überhaupt ein Pokémon anzutreffen.
Ha, ernsthaft? Wir treffen irgendwie gerade gar kein Pokémon, was irgendwie schade ist, aber... mal schauen. So, super Angel. Komm schon, bitte, bitte, bitte. Punkt, Punkt, Punkt. Oh, da hat er was angebissen. Bitte, bitte, bitte. Ich möchte jetzt... Ja, da, komm, komm. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt, ja. Du hast dein Pokémon am Haken. Mal schauen, bitte. Wenn es jetzt ein Weimar ist, das wäre perfekt. Ach, ein Torhaido. Leider nicht. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal flüchten und diesen Part hier dann auch beenden. Der war dann auch ein wenig kürzer als der letzte... auch so... circa so kurz wie der letzte Part. Das tut mir leid. Die nächsten Parts werden jetzt wieder... recht lang, denke ich mal. Und ich hoffe mal, euch hat der Part gefallen. Also einfach mal erzählen, habt ihr Sommerferien? Wenn ja, nein. Wann? Wenn ja, fahrt ihr irgendwo hin? Was weiß ich was? Erzählt einfach mal. Also, es interessiert mich wirklich. Ich mache jetzt nicht einfach nur so Smalltalk oder sonst irgendwas, sondern ich möchte einfach mal, ich interessiere mich jetzt einfach mal stalken for win. Okay, ja. Bis dann und ciao.